Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege. Wir spielen Bombe auf Oregon, machen mal unsere Teamkameraden schnell leise und ich würde sagen, dann können wir auch gleich durchstarten. So, schauen wir mal. Ich würde Maverick spielen. Die Bombe brauche ich nicht. Ich würde eigentlich tatsächlich auf der... Wobei, wir spielen hier eigentlich eher Termite. Ich vermute, dass man runtergeht in den Keller. Und dann wäre ein Termite ganz nützlich. ASG Glue Sniffer wurde wegen nicht förderlichen Verhaltens gesperrt. Ja, der Mann weiß, was gut ist im Leben, ne? Keine Ahnung, ich habe noch nie Klebstoff geschnüffelt. Also ich meine, man hat jetzt... Boah. Ein 5er Squad, das könnte schwierig werden. Man hat es in der Grundschule mal probiert, weil man natürlich davon gehört hat, aber gebracht hat mir das irgendwie nie was. So. 5er Squad wird schwierig. Könnte unter Umständen eine harte Nuss sein. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man als Trupp auf doch relativ shit starke Gegner trifft. Ja gut, wir sind uns ja damit offiziell einig, dass wir alle im Keller sind. Ich habe jetzt noch keinen Kaid gesehen. Eine Mirror fehlt bisher auch. Im Moment sieht eigentlich alles ganz gut für uns aus. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Jemand dürfte oben sein. 5 Sekunden bis Entschuldigung. Einsatz. Muss ich mal husten hier gerade. Entschärfer ist jetzt gesichert. Bombe gefunden. Gelangen zu ihrer Position. So, schauen wir mal. Okay, läuft vor uns um. So, dann würde ich mal sagen, machen wir auf. Da ist auch nichts offen, da sitzt einer. Das war Doc. Da ist keiner. Haben wir oben einen? Moment, ich versuche mal außen rumzulaufen. Und den oben zu holen. So, schauen wir mal. Du hast den Entschärfer. So, da haben wir den Mann. Entschärfer wurde erneut gesichert. Wechsle das Magazin! Ciao. Sieht bisher ganz gut aus für uns. Schnell. Letzter verbleibender Gegner. Entschärfer ist aktiviert. Mach ich dann noch die Socken. Um jeden Preis. So, schön. Ich gehe mit 3 Kills raus, Kollege geht mit 2 Kills raus. Ich würde mal sagen, das ist ein relativ unerfahrenes Team, wie ich es jetzt momentan in der ersten Runde eingeschätzt habe. Weil die Verteidigung war nicht gut vorbereitet. Also wirklich nicht gut vorbereitet. Halt, da wollte ich eigentlich nicht hin, aber ja, Kai passt schon. Wir gehen halt wirklich in den Wachturm, okay. Ist normalerweise ein relativ unbeliebter Spot. Wundert mich, dass wir das jetzt durchziehen. Aber gut. Gehen wir in den Wachturm. Na gut, vielleicht spielt uns ja in die Hände, dass es ein unerfahrenes Team ist.
Ach schade, ich werde keine Mirror mehr bekommen. Aber ich hätte es auch ein bisschen früher schreiben können. Mich wundert wirklich, dass wir freiwillig, also dass die Leute freiwillig in den Wachturm gehen. Das ist neu. Ich gehe gerne in den Wachturm, aber dass andere Leute mit mir gerne in den Wachturm gehen, ist neu. Das wundert mich tatsächlich ein bisschen. Bin ich nicht gewohnt so. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Lege Willkommensmatte aus. Na, komm. Möglichst dicht ans Fenster ran. Also Wachturm ist wirklich super unüblich. Lukas zum Beispiel hasst den Wachturm. Ich spiele den Wachturm ganz gern. Nur noch 10 Sekunden. Weißt du was, wir nehmen die wieder mit. Nur noch 5 Sekunden. Ich bin wirklich gerade ein bisschen verwundert. Dann hau ich mal ab nach oben und wundere mich mal weiter so vor mich hin, ne? Aber das ist wirklich neu, das ist nicht üblich. Der Wachturm ist sowieso schon ein extrem unüblicher Spot. Gut, vielleicht predikten sie drauf, dass die Gegner dann nicht wissen, wie man damit klarkommt. Ich meine, hier gibt es auch bloß zwei Wände, die du reinforcen, also vier Wände unten, zwei und hier oben zwei, die du reinforcen kannst. New to your left is a hole, watch through it. New to watch through the hole on stairs. Ich bin mir nicht sicher, ob er das nicht gekannt hat, aber auf jeden Fall kennt das jetzt. Ich wechsle das Magazin. Okay. Das wird auf jeden Fall interessant. Also sie tun sich schwer hier reinzukommen. Dass es auch noch keiner hier oben versucht hat, wundert mich. Can you close it, Capcan? Mal gucken, dass mir auch noch was übrig bleibt. What? Ich hab gerade unseren eigenen Mann injured. Aber er hätte mir auch nicht in die Flinte laufen müssen. 15 Sekunden. Na gut, die werden auch in 15 Sekunden nicht mehr zu machen. Zack, da haben wir ihn doch. Ja gut, es ist halt eine ultra unorthodoxe Methode. Ich sag mal, in der ersten Runde direkt diesen Dreckspot eigentlich. Also es ist eigentlich ein Dreckspot. Ich spiele ihn bloß gerne, aber eigentlich ist es wirklich eine mega beschissene Stelle. Aber den in der ersten Runde direkt zu spielen ist halt... Also wirklich unüblich. Ich hätte mich da auch nicht drauf einstellen können. Normalerweise stellst du dich auf Tower mit Monte oder sowas ein, dass du durch die Haupttür da rein kannst und reinläufst. Aber... Die waren ja mit einem Blitz vollkommen unvorbereitet. Damit haben die im Leben nicht gerechnet. Ich persönlich vermute ja, dass sie jetzt wieder runtergehen. Und da unten werden sie natürlich wieder den fatalen Fehler machen, dass sie ihre Hedge nicht richtig sichern. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Weil sie doch wirklich unerfahren wirken.
Also wie ich das ja eingangs gesagt hatte, meistens sind so Premates nicht so gut. Okay. Kitchen ist auch interessant, ist aber auch kein Problem. So. Kitchen gehen wir einfach durch den Small Tower rein. Ihr könnt zwar meine Maus gerade nicht sehen, aber hier im Westen ist ein so ein grüner, ja keine Ahnung, so ein grüner Bus. Da gehen wir in das Gebäude rechts daneben rein, sprengen die Wand zu Kitchen auf und das war's eigentlich. Ich sollte vielleicht halt auch beim Schrottplatz spawnen. Das wäre ganz geschickt. Wenn ich jetzt aber das so mache, also eigentlich dürfte nicht viel schief gehen. Außer das Spawn-Pick uns jetzt natürlich. Aber auch dem Spawn-Pick kann man da ein bisschen entgegenwirken auf dem Spot. Indem man nämlich einfach mal hier ein Seil hinschmeißt. So. Da ist keiner. Jetzt die Frage. Was wir machen hier gleich mal. Oh, hoffentlich bereißen die mir dabei nicht den Arsch auf, weil das ist richtig greedy jetzt. So. Jetzt haben sie aber natürlich auch ein ernsthaftes Problem, weil die Wand ist komplett weg. Ich habe auch bloß noch 3 HP. Wer ist denn der Selix? Selix, can you go outside from main door and reset me? War jetzt nicht hundertprozentig das, was ich wollte, aber ja, was soll's. Er scheint mich zu erholen zu kommen. Thank you. Ich sag's mal so, auch ein unerfahrenes Team kann Defense gewinnen, so ist es nicht. See you. Es bleiben noch 15 Sekunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer nice. Beschützen. Hat's geschafft, Bruder. Love you. Schafft er nicht. Hm, komm. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Könnte knapp werden, aber. Schade. Da hat er mich aber eklig bekommen. Aber gut, dass er easy schreibt, ist ja nicht so, als ob es arschknapp für die war, ne? Unlucky. Naja gut. Sollen sie mal zeigen, ob es wirklich so easy ist. We will see. Mute ist gut.
Gucken, ob sie Mute und Traps nehmen. Mirror ist gut. Ich würde vermuten, dass sie über die Baustelle rein wollen. So. Wand gesichert. Nice. Es bleiben 10 Sekunden. So. Legen wir jetzt auch noch ein bisschen Barbed Wire aus. Und zwar tatsächlich hier. Weil dann tun die sich gleich schwer, da runter zu gucken. Ich kann da schön hochschießen. Where are your windows? Wo ist überhaupt unsere Mirror? Alibi, Mute, Smoke, Mirror? Was sind die, Alter? Okay, naja gut, wird schon schief gehen. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Zumindest, dass sie bisher nicht wussten, wo wir sind, also. Die Gegner haben eine Bombe gefunden. So, schauen wir mal. Vermuten, dass er von da oben von der Treppe kommt. Also da kommt ja normalerweise immer mindestens einer. Drohne zerstört ist gut. Construction Site. Schauen wir mal, wie es läuft. Da haben wir einen. Nochmal einen. Boah, was? Okay, also wenn mir erzählen will, dass das legit aussieht, ne? Also ich gebe dafür eine Meldung raus. Es kann auch sein, dass das legit war, aber das sah für mich nicht legit aus. Also so wie der davor die Wand abgescannt hat. You're right, Alibi. Still construction site. Mirror, go to construction site or to main back tower. Smoke. Mirror, what are you doing? Gott, Alter. Oh, you had a diffuser. Okay, never mind. Ich wusste nicht, dass der einen Diffuser hat. Das hätte ich wahrscheinlich mitbekommen, wenn ich sie nicht gemutet hätte, aber das ist immer in der Aufnahme ein bisschen kacke. Da bin ich gerade ein bisschen nervös geworden, vielleicht. So. Sie können nicht mehr in die Küche, sie können auch nach oben, sie können auch nach unten. Also nehmen wir Termite. Solange sie nach unten können, nehmen wir Termite mit. In der Hoffnung, ihnen die Bude unterm Arsch weg zu, überm Arsch weg zu sprengen. Weil es gibt da immer noch so den ein oder anderen kleinen Trick, selbst wenn sie jetzt auch diese Kaid-Nummer durchziehen sollten. Bisher sehe ich eigentlich, bin ich relativ zuversichtlich, eigentlich, sie haben halt einen, der carried hard.
Aber ja. We will see. Unten sind sie nicht. Dann sind sie wahrscheinlich im Kinderzimmer oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Tower spielen werden. Okay. Oi. Da abgestellt ist sie ganz gut aufgehoben. Da ist keiner. Da ist ein Cross-Trap. Da war eine Captain-Trap. So, ich nehme jetzt die Freiheit, weil da oben sowieso schon einer von uns ist. Versuche ich jetzt von der anderen Seite da noch reinzukommen. What the fuck? Mal kurz die Killcam sehen. Lockerbie stars to your right, there's Poles. Main Hall, Stairs, there's Pools. Nice. Das war's für Pools. Das würde mich natürlich glücklich machen. So, schauen wir mal, da ist leider nicht mehr viel übrig. Das schweißt ein bisschen seltsam. Den Breach kenne ich, aber der macht eigentlich am Anfang mehr Sinn. Prone Maverick. What? Please no. Schade. Und wir werden es wohl wieder in der Verteidigung regeln. Lol, wo hockt denn die, Alter? Ach Gott, echt jetzt? Na gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir sind ja lernfähig. Ist die Frage, gehen wir jetzt Kinderschlafzelle? Da kommt es halt drauf an, was meine Mates lieber spielen, weil mir ist es eigentlich egal. Ich finde beide Spots nicht so geil. Deswegen kann ich da tatsächlich mit beidem leben. Also lieber Rook nehmen. Den Rook hätte mir ehrlich gesagt mehr gehabt. Die Bomben sichern. Naja, gut. Jetzt, wenn sie beide zerschossen bekämen, wäre das gar kein Thema.
weil ich sowieso mich hier verpiss. Noch irgendwas verstärken. Nichts, was uns hilft zumindest. Das hat einen Grund, dass ich das mache. Wenn die einmal dagegen schlagen, ist das Ding weg und dann kann ich schon mal schießen. Das hier ist so ein Fenster, das ist dafür eigentlich prädestiniert. Ansonsten das hinter mir. Was haben wir denn nicht mehr? Hier ist tatsächlich keiner. Jetzt die kommen wohl überwiegend über diese die Main Stairs. So, jetzt habe ich mich diesmal habe ich dran gedacht, mich zu muten beim Husten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Die sind halt so langsam, die Typen. Lol. Also die sind wirklich langsam, was das Angreifen betrifft. Und so krank drohen, ja, bringt halt auch nicht unbedingt was, ne? Ich behalte mal das hier im Blick, einfach für den Fall, dass sie da kommen. Dass ich dann zuschlagen kann. Das hört sich nach einem Blackbeard an. Ich würde mal sagen, das ist auch ein Blackbeard. Das Problem ist, ich kann im Moment nicht viel machen. Außer stayen. Wo die sind. Jetzt, wo ich weiß, wo sie sind, kann ich auch was tun. Hat nur vorher keinen Sinn gemacht, da kopflos irgendwo hinzurennen. Die sind über den Tower rein. So, schauen wir mal. Letzter verbleibender Gegner. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Ja, war schön. Habe ich gehört, dass er sich hochseilt. Haken gesehen. Bam. Vorbei. Ja, war eine schöne Runde. 86642. Ich würde mal sagen, war ein schönes Team. Und hier, wie ich schon vorausgesagt habe, Premates, 5er Premates, alle mit dem gleichen Clan-Tag. Naja, also ich melde mich aus dem Funkkreis ab und sage, ciao!